Hallo und herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie hat bundesweit viele negative Auswirkungen. Eine wirtschaftliche Rezession und gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt zeichnen sich ab. Schon heute lässt sich feststellen, dass Frauen stärker unter den ökonomischen und sozialen Folgen der Krise leiden als Männer. Dies möchte ich im Folgenden anhand von ausgewählten Themenbereichen verdeutlichen. Dabei beschreibe ich zum einen, zu Beginn, direkt geschlechtsspezifische Folgen der aktuellen Krise. Zum anderen hat die Pandemie aber auch bereits bestehende, geschlechterdiskriminierende Strukturen deutlicher hervortreten lassen. Grundsätzlich wird häusliche Gewalt, die zu mehr als 80% gegen Frauen gerichtet ist, in der Öffentlichkeit sehr wenig thematisiert. Die Statistik des Bundeskriminalamtes zeigt, dass Partnerschaftsgewalt jährlich ansteigt und im Jahr 2018 in Deutschland 122 Frauen von Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden. Neben den Folgen für jede einzelne von Gewalt betroffene Frau hat die Studie von SACO gezeigt, dass häusliche Gewalt allein in Deutschland jährlich rund 3,8 Milliarden Euro Kosten, beispielsweise im Gesundheitswesen, verursacht. Allgemein bekannte Risikofaktoren für häusliche Gewalt sind unter anderem Arbeitslosigkeit oder soziale Abgeschiedenheit, so eine Studie von Steinhardt und Ebert. Beides trat in der Corona-Pandemie überdurchschnittlich häufig auf. Entsprechend hat sich im Nachhinein bestätigt, dass die Gewalt in Partnerschaften während des Lockdowns deutlich zugenommen hat. Gleichzeitig waren Frauenhäuser auch vor Corona bereits voll belegt. Zum Beispiel mussten hier in Düsseldorf in den letzten Monaten extra Unterkünfte für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen angemietet werden. 90% aller Alleinerziehenden sind nach dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aktuell Frauen. Für Alleinerziehende ist eine Berufstätigkeit ohne verlässliche Betreuungsmöglichkeit für die Kinder nicht leistbar. Insbesondere Alleinerziehende mit kleinen Schulkindern, die neben der Berufstätigkeit noch unterrichtet werden mussten, waren durch diese Einschränkungen stark betroffen. Alleinerziehende hatten also eine besondere Mehrfachbelastung. Angst vor Corona, Betreuung und Beschulung der Kinder, Erwerbstätigkeit, Angst vor Jobverlust und finanzielle Sorgen. Denn Alleinerziehende sind dem Statistischen Bundesamt zufolge allgemein eher von Armut betroffen. Im Rahmen der Corona-Pandemie steigt der Gender Care Gap. Dieser beschreibt den Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Dazu gehören Haushalt, Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Er lag nach dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend vor der Corona-Pandemie bei 52,4%. Das bedeutet, dass Männer täglich 2 Stunden 46 und Frauen 4 Stunden 13 Stunden Care-Arbeit leisten. Nach aktuellen Untersuchungen der Heinrich-Böll-Stiftung tragen Frauen, auch in Doppelverdienerhaushalten, die Hauptlast der aktuell vermehrt anfallenden Sorgearbeit. In mehr als 50% der Haushalte übernimmt die Frau während der Corona-Pandemie die Kinderbetreuung laut einer Studie von Möhring und Kolleginnen alleine. Dies könnte zu einer Rückkehr in alte Rollenmuster führen. Die zusätzliche Sorgearbeit kann zudem Grund für die Reduktion der Arbeitszeit sein. Bei einer Studie von Kohlrausch und Zucko teilten 27,1% der Frauen mit, ihre wöchentlichen Arbeitsstunden im Rahmen der Corona-Pandemie reduzieren zu müssen. Leider sind es insbesondere Frauen, deren Verdienst ohnehin den unteren Einkommensgruppen zuzuordnen ist. Zukünftige Folgen einer Arbeitszeitreduktion können der Studien zufolge schlechtere Karrierechancen, langfristige Folgen für das Erwerbseinkommen, Rentenhöhe und eine resultierende Altersarmut sein. Eine Gefahr ist außerdem, dass eine Aufstockung der Arbeitszeit nach der Pandemiephase aufgrund langfristiger wirtschaftlicher Folgen aus Arbeitgeberperspektive nicht möglich sein könnte. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Produktivität von Wissenschaftlerinnen zur Zeit der Corona-Pandemie gesunken ist. Im April 2020 wurden in wissenschaftlichen Journalen, wie zum Beispiel im Comparative Political Studies, ca. 25% mehr Aufsätze eingereicht als im Vorjahr. Allerdings sind diese Produktivitätsschübe primär bei Wissenschaftlern zu verzeichnen. Parallel wurden nämlich seit März 2020 weniger Paper von Erstautorinnen eingereicht, so beispielsweise das American Journal of Political Science. Dadurch steigen die Zitationen von Wissenschaftlerinnen weniger an, was wiederum relevant für die wissenschaftliche Karriere und zukünftige Auswahlverfahren ist. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt und die Situation von Frauen wird sich voraussichtlich stark verschlechtern. Allein im Zeitraum März und April 2020 wurden für 10,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem stocken Unternehmen bei Frauen seltener das Kurzarbeitergeld auf als bei Männern, so die Hans-Böckler-Stiftung. Frauen und Männer sind unterschiedlich in den verschiedenen Formen der Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vertreten. Frauen gehen deutlich häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nach und 66% der geringfügig entlohnten Beschäftigungen, also Minijobs, werden von Frauen ausgeübt.
Weit verbreitet ist dieses Arbeitsverhältnis zum Beispiel im Gastgewerbe, welches durch die Corona-Krise stark betroffen ist. Minijob-Angestellte haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Der Gender Pay Gap beschreibt die geschlechtsspezifische Lohnlücke und den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen. Vor der Corona-Pandemie lag er nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 20%. Symbolisiert wird dies durch den Equal Pay Day, der jährlich am 14. März stattfindet. Bis zu diesem Tag des Jahres arbeiten Frauen nämlich im Vergleich zu Männern, ohne dafür entlohnt zu werden. Aufgrund der Corona-bedingten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wird der Gender Pay Gap voraussichtlich steigen. Corona und spezifische Fachsendungen zu der Pandemie beherrschen die Medien in Deutschland seit Monaten. Nach aktuellen Studien der Malisa Stiftung sind nur zu ca. 25% der Expertinnen und Experten, die in Nachrichten- oder Talksendungen zu dieser Thematik befragt werden, weiblich. In den Themenbereichen Pflege und Medizin wurden Expertinnen sogar nur zu 17% befragt, während aber 77% der Jobs im Gesundheits- und Sozialwesen von Frauen ausgeführt werden. Beispielsweise wurden auch in Düsseldorf bei den regelmäßigen Live-Corona-Talks mit Oberbürgermeister Thomas Geißel nur zu einem guten Drittel Expertinnen befragt. Zu systemrelevanten Berufen, die die kritische Infrastruktur aufrechterhalten, zählen in Zeiten der Pandemie unter anderem Jobs im Gesundheitswesen, Grund- und Lebensmittelversorgung oder Kinderbetreuung. Gleichzeitig zeigt eine Studie von Köbe und Kolleginnen, dass genau diese Berufe zu 90% unterdurchschnittlich bezahlt werden und ein niedriges gesellschaftliches Ansehen genießen. Es herrscht also eine Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Unverzichtbarkeit sowie Entlohnung und Image. Auch das betrifft wieder primär Frauen, die zu 75% diese systemrelevanten Berufe ausüben. Frauen waren schon vor Corona in vielen wissenschaftlichen und politischen Gremien unterrepräsentiert. Ein Beispiel. Bekanntlich folgt die Bundesregierung im Wesentlichen den Leopoldina-Empfehlungen hinsichtlich der Rückkehr in den gesellschaftlichen Alltag. Kritisch zu betrachten ist hierbei, dass geschlechts- und familienbezogene Fragestellungen in dieser Empfehlung offensichtlich kaum einbezogen wurden. Das Durchschnittsalter der Leopoldina-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beträgt 60 Jahre und nur 2 von insgesamt 26 sind Frauen, also deutlich unterrepräsentierte 7,7%. Gleichzeitig werden über 50% der deutschen Hochschulabschlüsse von Frauen erworben und im Jahr 2019 lag der Frauenanteil der Habilitation an deutschen Universitäten nach dem Statistischen Bundesamt bei 32%. Alles in allem bleibt noch viel zu tun, damit Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt sind. Verschiedene Maßnahmen könnten die Folgen der Corona-Pandemie mildern. Dazu gehört zunächst, mehr Gelder in Gewaltprävention und Frauenhäuser zu investieren. Außerdem müssen die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf politischer und betrieblicher Ebene verbessert werden. Zum Beispiel durch die gezielte Förderung von Alleinerziehenden, die Abschaffung des Ehegattensplittings, den Ausbau von Kinderbetreuung, die Verlängerung von Partnermonaten während der Elternzeit, die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit oder ein Recht auf Homeoffice sowie Familienarbeitszeit. Unternehmen sollten eine lebenslauforientierte Personalpolitik pflegen und flexible Arbeitszeitarrangements ermöglichen. Aus gesellschaftspolitischer Perspektive wären zudem die Anwendung von Gender Budgeting sowie die Einrichtung eines Gleichstellungsinstituts auf Bundesebene wichtige Maßnahmen. Ziel muss es zudem sein, Geschlechterparität in allen relevanten wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Gremien zu erreichen. Nicht zuletzt ist es unbedingt notwendig, die Missstände in den systemrelevanten Berufen, vor allem in der Kinderbetreuung und der Pflege, zu beheben. Hier ist insbesondere eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung wichtig. Es bleibt noch viel zu tun. Die Corona-Pandemie hat das einmal mehr gezeigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Sollten Sie Interesse an weiteren wissenschaftlichen Themen haben, schauen Sie sich gerne die Videos auf unserem DICE-YouTube-Kanal an. Bleiben Sie alle engagiert. An alle engagierten Frauen, bleiben Sie fordernd.